Einen wunderschönen guten Tag bei der sozialen fachlichen Betreuung. Bausteine des Lebens bedeutet viel, sind aber wirklich nur die wichtigen Sachen hier. Zum Beispiel das Leben selber. Erfolg zu haben ist ein Baustein. Man möchte ja Erfolg haben. Viele wünschen sich eine Familie. Oder viele möchten etwas Schönes erleben. Oder die meisten oder alle. Einige wollen viele Freunde haben, andere wollen keine Freunde haben. Und gesund sein. Das sind so die Bausteine des Lebens. Man könnte dazu auch Quatsch machen. Zum Beispiel Witze erzählen, Grimassen machen, sich verkleiden, lachen, ohne aufzuhören, andere nachahmen, lustige Bilder zeigen, Clown sein. In der Schule erlebt man das mit den Klassenclown. Dann gibt es aber auch die Bausteine des Lebens, die nennt man auch Arbeiten. Handeln, Herstellen, Träume, ja. Ich fange mal mit der Arbeit an. Der Mensch arbeitet, um am Leben zu bleiben. Dazu braucht er die Natur, wie zum Beispiel Pflanzen und Tiere, um sich zu ernähren. Und die müssen ja bezahlt werden. Und Arbeit verdient man ja Geld. Das Handeln. Um ein gutes Leben zu führen, müssen Menschen zusammenarbeiten. Sie gründen Familien und Schulen. Jeder Mensch ist für sein eigenes Handeln verantwortlich. Vergessen manche Schüler in Schulen. Die denken immer, sie machen das für den Lehrer, die Schüler. Ist aber nicht so, der Lehrer hat alles. Die machen es für sich selber, der Lehrer hilft nur. Das kann man aber oftmals gegen die Wand irgendwie schmeißen, es wird nicht realisiert. Das muss erstmal irgendwie von den Eltern nochmal richtig mitgeteilt werden, damit dann auch in der Schule Ruhe ist. Zumindest wenn es verantwortungsvolle Eltern sind. So, das Herstellen. Der Mensch entwickelt und baut. Mit Hilfe der Natur oder heute auch chemischen Sachen viele Dinge wie Häuser oder Maschinen, die er zum Leben ebenfalls braucht. Und dann gibt es die Träume. Ja, es gibt ja die Tagträume, wo man sich am Tag manchmal so vorträumt. Och, das möchte ich jetzt auch gerne haben. Das ist schön. Na, mal schauen. Vielleicht habe ich das ja. Werde ich wieder nicht haben. Dann gibt es die Wunschträume. Das möchte ich im Geburtstag haben. Das ist toll. Das sagt man dann so laut, damit man gleich im Link mit dem Zaunfall irgendwie entwickelt, damit die andere Person vielleicht irgendwo heimlich aufschreibt, dann hat man zum Geburtstag oder Weihnachten ermöglicht, da zu stehen. Die typischen Nachtträume und Angstträume, die kommen in der Nacht meistens. Dann die Zukunftsträume, was will man eigentlich machen in der Zukunft, was kann man. Und manche haben keine Träume, ist nicht oft, aber es soll auch mal vorkommen. Ja. Das ist zum Beispiel zum Thema Bausteine des Lebens. Habe ich dann noch was zu stehen, bevor ich jetzt hier aufhöre? Bausteine des Lebens. Gut, na dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.